Pärchen zusammen. Ich habe hier einen großen Umschlag, eine Tüte. Da habe ich etwas eingekauft bei Temu. Das ist jetzt keine Kooperation, sondern das habe ich alles selber bezahlt. Ich verlinke euch trotzdem so ein paar Artikel unten in der Infobox, falls ihr da mal ein bisschen shoppen wollt. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal zusammen da rein. Ich packe jetzt aus. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe die Schere schon in der Hand, bin schon ganz nervös. Und dann gucken wir mal, was da so dran ist. So, ich habe die Tüte mal in die Seite gepackt, die habe ich jetzt aufgeschlitzt. Jetzt geht's los. Ich fange auch gleich mit den großen Sachen an. Ihr wisst ja, ich spiele so gerne Spiele und mein Lebensgefährte auch. Und da musste ich mir ein neues Spiel kaufen. Das ist ein Spiel für 4 Leute. Da muss man würfeln und dann die Ziffern, die man gewürfelt hat, muss man dann entweder hoch oder runter klappen. Muss ich noch gucken, muss ich mir noch mal durchlesen. Und ich glaube, wer die erste, ja, Zehnerreihe fertig hat, hat gewonnen. Also so stelle ich mir das vor. Ich habe es selber noch nicht gespielt. So von hinten ist jetzt noch nicht unglaublich vielsagend. Voilà, wir schauen einfach mal rein. So, was ist hier? Ach so. So, das ist das Spiel. Das gucke ich mir dann an, muss ich mir dann durchlesen. Oh, guckt, sogar die Spielregeln auf Deutsch, das ist super. Besteht darin, dass jeder Spieler eine Runde lang tankt, um zu versuchen, eine Kiste zu schließen. Ein Spielzug besteht darin, dass der Spieler wiederholt würfelt, bis er nicht mehr weitermachen kann. Jeder Würfelwurf wird wie folgt ausgeführt. Okay, und dann ist da die Anleitung. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir das mal zu Gemüte führen. Und so sieht das Spiel aus. Es gibt es auch einfarbig, aber ich wollte es unbedingt in bunt. Ich bin so ein bunter Typ, obwohl ich eigentlich fast nur dunkel trage, also auch nicht unbedingt bunt, aber bei Spielen schon. Jeder Spieler hat die Würfelfarbe, die er halt hier als Spielbrett hat, und dann geht's los. Also ich finde es super schön, komplett aus Holz. Das finde ich sowieso toll. Ich mag Holz lieber wie diese Plastiksachen. So sieht das von unten aus. Hat doch so Rutsche, Nupsis dran. Also ich glaube, das wird heute mit Sicherheit mal ausprobiert. So, dann wollen wir mal weitermachen. Hoppala. Ich mache jetzt durcheinander, eine Schablone geholt mit Puzzleteilen. Da kann man dann mit, ja, wie sagt man hier wieder? Ja, mir ist es immer das gleiche Wort, was mir fehlt. Ne? Hier so Tinte, Tinten, Dings, Bums. Ihr wisst schon, diese Dinger. auf dem Pinsel und dann so wischen oder halt mit normalen Pinseln oder man kann mit dem Kugelschreiber durchgehen als Puzzleteile. Fand ich total cool. Ja, der Logo, sonst hätte ich es ja nicht bestellt. Oha, das ist ein bisschen arg groß. Ich wollte Schlüsselanhänger haben. Sünde, warum ist der denn so riesig? Das ist für einen Schlüssel, glaube ich, ein bisschen viel. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Der ist 8 cm groß und auch 7 cm breit. Oh, hallo. Den habe ich für mich gekauft und für meinen Lebensgefährten. Wir fangen beide mit M an. Von daher machen wir keine Schwierigkeiten, wenn es mal nicht mehr funktioniert, weil ja, unser Buchstabe bleibt ja gleich. Aber der ist so süß, ne? Und da ist so ein Anhänger, also so ein Band dran bei. Das kann man dann da oben so durchmachen. Oh, ist der nicht knuddelig? Ja, den kriegt er gleich. Er weiß davon noch nichts, aber ich sollte eigentlich ein Schlüsselanhänger werden. Und hier ist der zweite. So, das kommt dann auf die Seite. Dann habe ich noch ein paar Stanzen bestellt, auch wieder im Puzzle-Style, im Puzzle-Look. So, einmal Kreispuzzle. Das kann ich mal abmachen, damit man sich nicht verletzt. Hier die Nupsis muss ich mal abmachen. Dann einmal viereckig. Dann etwas, Quatsch, hier, rechteckig. Entschuldigt bitte. Nee, doch, rechteckig. Zwei Größen. Und nochmal. Die fand ich super cool.
Bin gespannt, wie sie sind. Werde ich auch bei Zeiten einmal austesten. Aber heute kümmern wir uns nur einmal erst um den Haul tatsächlich, weil ich auch gar keine Zeit habe. Das ist jetzt so mal eben schnell. Dann habe ich hier einen Anhänger für meinen Sohn. Das ist aber diesmal wirklich ein Anhänger. Da steht drauf, für meinen Sohn, vergiss niemals, ich liebe dich für immer. Und ich hoffe, du glaubst genauso an dich, wie ich an dich. Und das fand ich total schön. Das kriegt mein Sohn dann für die Einschulung, beziehungsweise für entweder seinen Rucksack oder für seinen Schlüsselbund. Das fand ich total schön. Und deswegen kriegt er den. So, dann habe ich geholt ein paar bunte Strohhalme. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ein Reinigerbürstchen ist auch dabei. Die kommen gleich dann in die Küche, werden einmal durchgereinigt. Und dann habe ich die. Ich mag nämlich dieses Papier nicht. Kennt ihr diese Papierstrohhalme? Oh, was gruselig. Ich mag das überhaupt nicht leiden. Deswegen habe ich jetzt die gekauft. Die mache ich halt immer wieder sauber. Ich habe auch welche aus Edelstahl. Aber ich mag diese Papierdinger einfach nicht. So, hier muss ich gleich reingucken, was das ist. Weiß ich noch nicht. Ach ja, genau. Eine Mini-Schneidematte. Man konnte sich leider die Farbe nicht aussuchen. Ich habe nur gedacht, okay, man kriegt eine zugeschickt. Wie hoch ist die Chance, dass es pink wird? Hoffentlich nicht. Haha. Ich kriege natürlich die pinke. Ist aber nicht schlimm. Finde die trotzdem süß, wird trotzdem benutzt. Dann sind hier Sticker drin. Einhorn-Sticker. Oh, ein komisches Einhorn. Das ist wieder eins. Oh, das ist auch ein komisches. Wow, die sehen ja vielleicht cool aus. Ich zeige euch nur mal so ein paar. Die fand ich aber süß. Eigentlich mag ich gar keine Einhörner, aber das ist so ein kleiner Insider zwischen einer Freundin und meinem Lebensgefährten und mir. Und deswegen musste ich dann jetzt Einhörner kaufen. Ja, und dann sind halt noch ein paar Wesen des Wassers mit dabei. Voll cool. Richtig, richtig schick. Oh, guckt mal. Oh. Oh, die ist auch schön. Und ja gut, Schmetterlinge sind zwar jetzt nicht Wesen des Wassers, aber wow, tolle, wirklich, wirklich tolle Sticker. Ich bin schwer begeistert und freue mich darüber. So, dann wollte ich jetzt selber mal wissen, was hier drin ist. Eine Samttasche. Ich befürchte, ich weiß, was es ist. Wenn ja, mega gut verpackt, so dass nichts passieren kann. Und ja, es ist so. Ich habe mir neue Spieße bestellt und einen möchte ich euch mal gerne zeigen. Da ist so eine Kugel drin. Die sind echt lang. Die fand ich richtig cool. Die sind aber tatsächlich zum Basteln gedacht. Die sind fast 20 cm, also 19,5 cm lang mit Kugel. Und ich habe ja hier die auch schon gemacht, sind noch länger, habe ich mehr Platz für Perlen. Da gibt es aber keine Videos von mir, das mache ich einfach nur so für mich, vielleicht auch mal wohl zum Verschenken, aber da mache ich nichts. So, die packe ich wieder in die Samttasche, das ist ja total gut. Achso, wie viele sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ich weiß jetzt nicht, ob es 11 hätten sein sollen oder 12. Ich glaube 12. Ja gut, dann holen wir einfach den 12. noch aus dem Sack. Dann stimmt es wieder. So, dann mache ich die jetzt erstmal wieder hier rein. Cooler Beutel dafür. Finde ich grandios. Kann man sich nicht verletzen. Finde ich super. So, dann geht es weiter mit etwas, was ich wieder nicht weiß, was drin ist. Genau, ja richtig. Das ist für meinen Zwergi.
Das sind für Bauklötze Treppen. Na, ihr kennt diese Bausteinsysteme. Das ist natürlich nicht original, aber das sind Treppen, wenn er was bauen will. Voll gut. Da sind 1, 2, 3, 4 mal die Treppen drin. Die muss ich gleich erstmal an die Seite packen, damit er die nicht sofort sieht. Ich habe letztens meinem Zwergi auch eine Menge Bücher gekauft. Auf dem Flohmarkt. Die liegen hier auch noch rum. Da habe ich extra was draufgelegt, damit er die nicht findet. So, dann durften ein paar Stifte mit. Diese Stifte sollen richtig bunt malen. Also, ich zeige euch, was ich meine. Die haben eine Mine drin, die ganz viele Farben hat. Und dann soll das irgendwie glitzern und dann ganz viel bunt sein. Und ich hoffe, die taugen dann auch was. Und ich stehe ja so auf Stifte. Früher habe ich viel, viel mehr gesammelt und gemalt und gemacht und beziehungsweise eingekauft. Aber jetzt versuche ich eigentlich erstmal das, was ich habe, zu verwerten und nicht mehr ganz so viel einzukaufen. Ich habe einfach zu viel. So, dann habe ich mir noch einen Ring bestellt. Bin mal gespannt. Den habe ich nur auf gut Glück bestellt. Der hat ganz viele bunte Herzen. Und er passt. Ich fasse es nicht. Weil meine Ringe, die ich im Moment habe, sind mir alle zu groß geworden. Das ist halt der Nachteil, wenn man halt so viel abnimmt. Mir passen meine teuren Ringe nicht mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt den geholt. Und den finde ich richtig toll. Der bleibt auch direkt an. Und der rutscht mir wenigstens nicht vom Finger. Alles richtig gemacht, richtige Größe, fühlt sich gut an. Großartig. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten. Das gebe ich meinem Zwerg aber gleich sofort. Das ist eine Pistole für Seifenblasen. Da ist das Schälchen. Das packe ich jetzt nicht aus, weil er soll das selber auspacken. Da macht man dann diese Seifenlauge rein. Das sind dann die Düsen. Ja. Und dann gibt es anscheinend viele Seifenblasen. Ich bin sehr gespannt. Da müssen auch Batterien rein, so wie es aussieht. In die Halterung. Und das gebe ich ihm aber gleich, damit er sich das erstmal angucken kann. Das war jetzt erstmal der ganze Haul. Wie gesagt, ich schau mal. Ein paar Sachen werde ich euch auch verlinken von Temu, was es da so gibt. Könnt ihr auch gerne mal reingucken oder mir eure Erfahrungen teilen oder so. Wir könnten natürlich auch jetzt noch vielleicht mal die Stifte probieren. Ich muss jetzt mal gerade gucken, ob ich hier irgendwo einen Zettel habe. Machen wir das damit. So, sicher ist sicher. Oh ja, cool. Ah, sehr cool. Ihr seht, das wechselt auch irgendwie die Farbe von ganz dunkel dann über rosa. Die lassen sich auch relativ gut führen. Oh, der hat ganz bunt. Der hat auch so Gelbstiche da drin und lila. Mega cool. Also, ich würde sagen, das funktioniert. Die Stifte tun das, was sie sollen. Kann man bestimmt schöne lange Briefe mitschreiben. Und ich glaube, ein Stift, ein Brief, dann leer. So ist das bei mir halt irgendwie immer. Aber das macht ja nichts. So. Ja, und den Rest, falls es gleich noch weitergeht, vielleicht kann ich das mit dem Blubbern euch nochmal erzählen, wie die so sind. Ich kenne diese Maschine noch nicht. Aber ich hoffe, dass sie das verspricht, wie es in der Werbung gezeigt wird.
So, ansonsten bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Macht bei meinem ATC-Bastelaufruf mit. Es ist nicht mehr viel. Ja, das zweite Quartal ist auch schon lange rum. Wir sind schon im dritten Quartal, je nachdem, wann ihr das Video hier seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen möchtet. Fürs neue Jahr könnt ihr mir ja gerne noch ein paar Ideen aufschreiben, was ihr vielleicht machen möchtet, wo ihr euch vielleicht mehr drinne seht, mir Bilder zu schicken, die ich euch dann ins Video einblenden kann. Ob ihr vielleicht, weiß ich nicht, eine Seite pro Monat Scrapbook machen wollt mit mir oder irgendwie sowas. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was ihr gerne vielleicht basteln möchtet oder ne, malen meinetwegen, was ich vielleicht als Aufruf machen kann fürs kommende Jahr. Und ansonsten bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Ich mache jetzt erstmal ein paar Seifenblasen. Also, ich bin weg. Mein Göttergatte hat Angst um seinen Kaffee. Plus, plus, plus ist plus. Du kannst auch plus, 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 Also, plus, plus. Spiel scheint schon ganz gut zu sein. Wir sind dran. Und mal wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache am Ende des Videos. Wenn euch mein YouTube-Kanal gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal kostenfrei abonniert. Ihr dürft mir natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Umso mehr freue ich mich auch über ein Like. Und ja, für euch sind es nur ein paar Klicks, aber mir hilft das halt weiter, um dem YouTube-Algorithmus zu suggerieren, die Videos werden gemocht und so können auch andere Leute und YouTube-Nutzer meine Videos schauen. Und wenn ihr natürlich möchtet, könnt ihr mich auch anderweitig verlinken.